Hi Leute, heute wollte ich euch nochmal dieses Tubular-Tool etwas näher bringen und die Grundlage ist, mich hat eine junge Dame angeschrieben, die hat einen Sicherheitskoffer und in diesem Sicherheitskoffer ist ein Tubular-Schloss eingebaut und der Schlüssel liegt drin, natürlich Klassiker Koffer zu. So, ich habe jetzt einmal das Tool rausgesucht. Das Tool gibt es von 21 bis 30 Euro, ist aber alles dasselbe. Meistens ist noch ein Übungsschloss oder sowas dabei, dass man wenigstens mal ein bisschen weiß, was da drin vorgeht. Wir haben hier drei verschiedene Tools, wie gesagt, einmal der 7,0, dann 7,5 und 7,8er. So, das Prinzip, ihr habt diesen Adapter, ihr habt den Schieberegler. Wenn ihr mit dem Schieberegler könnt ihr die Stifte nach oben schieben und dann, dass sie alle so ausgefahren sind. Jetzt sucht ihr euch einen glatten Untergrund und presst die einmal drauf. So, ihr seht, alle Stifte sind auf einer Linie. Und wenn ich jetzt so ein Tubular-Schloss habe, dann habe ich ja immer hier vorne eine Öffnung. Das heißt, ich habe hier vorne einen Pfeil, darunter steht auch nochmal die Größe, also der Durchmesser. Und das Prinzip ist jetzt so, dass ihr leicht reinpresst, der Pfeil in die Öffnung und leichten Druck nach unten und immer eine wippende Bewegung. Es kann manchmal schnell gehen, es kann manchmal langsam. Und ihr seht, das Schloss ist auf. Wenn ich jetzt die Arretierung festmachen würde, kann ich das Schloss wieder verschließen. Das ist alles gut. Kann es wieder öffnen, wieder verschließen. Und das ist natürlich der Vorteil bei diesen Tubular-Adaptern. Ich wollte euch noch eine kleine Sicherheitswarnung mitgeben, wenn ihr so ein Tool nutzt, wenn ihr das an so einem Schloss versucht. Sobald ihr merkt, dass es auf ist, dreht nicht zu weit, sonst kann es euch durchaus sein, dass euch die Stifte da rausspringen und dann habt ihr das Problem, dass ihr die vielleicht nicht wieder reinkriegt. Merkt euch auch immer, wo der Pfeil war, wenn ihr das Tool rauszieht, dass ihr da ungefähr immer wieder an der Stelle ansetzen könnt. Ansonsten ist das Tool relativ einfach zu handhaben und ich hoffe, die Person kriegt den Koffer wieder auf und freut sich darüber. Viel Spaß!